Und damit hallo Jönisschen, willkommen zur 22. Folge Fußballmanager 22 mit Werder Bremen. Wir sind am Anfang der dritten Saison und spielen heute gegen St. Pauli und gegen Mainz. Also sollten die nächsten beiden Spiele dann hoffentlich 6 Punkte darstellen. Wir gehen direkt in die Simulation rein, aber ich habe auch noch ein paar Transfers vor, also mal schauen. Einmal wäre das Marius Wolf, den würden wir für 6 Millionen Ablöse von Dortmund 2 bekommen. Der ist halt eben ziemlich gut für alles auf der rechten Seite, deswegen finde ich den so gut. Der hat halt eben eine 73, was offensiv und defensiv angeht, also kann er da eigentlich alle spielen. Und für 1,2 Millionen kostet er uns im Jahr auch so gut wie gar nichts. Und nochmal ein weiterer Gegenpart zu El Younoussi wäre eben Matheus Vital. Das ist ein LA-Spieler, also genau die Position von El Younoussi. Da können wir mal schauen, wer sich durchsetzt. Den bekommen wir am Ende für etwas mehr als 10 Millionen, also etwa so 12 Millionen Ablösesumme. Ist aber auch noch okay. Hier ist ja nun also unser Neuzugang für 12 Millionen, Matheus Vital, 76er Stärke, 25 Jahre jung. Reiht sich also erstmal hinter El Younoussi an, aber falls wir den Angriff mal etwas jünger haben wollen, ist er halt eben genau richtig dafür. Dann haben wir noch einen Spieler aus der Regionalliga verpflichtet, einfach nur ja, für die zweite Mannschaft so gesehen. Und Marius Wolf ist ebenfalls angekommen für 6 Millionen. Der Hauptsponsor unterstützt sogar nochmal die Verpflichtung von Vital mit 1 Million. Ebenfalls ist El Younoussi angespornt, genauso wie Tai Chong. Also mehr Glück hätten wir eigentlich gar nicht haben können dabei. Das war natürlich wieder absolut lost von mir. Wir haben natürlich nur ein Freundschaftsspiel gegen St. Pauli, wegen dem Kooperationsvertrag. Aber ja gut, wir gewinnen das wohl trotzdem ziemlich locker hier. Achten jetzt natürlich auf die Frische. Und da können wir Marius Wolf auch direkt mal bringen. Ich habe jetzt Vital noch draußen gelassen, weil der halt mit niedriger Frische kam. Übrigens kann aber auch Player hier mit einer 75 auf LA ausweichen. Der hat halt nur überhaupt nicht die Pace, die man dafür eigentlich bräuchte. Von daher passt das schon. Seguin für Guidavogie rein und einfach nochmal so ein bisschen durchmixen alles und weiter geht's. Und somit stehen die letzten Stunden des Transferfensters also nun vor uns. Wir können hier den Bruder von Nankishi nochmal loswerden, das können wir eigentlich machen. Ja gut, 2000 wird uns angeboten, meinetwegen für 4000 wechselt er dann fort. Das ist mir jetzt auch relativ egal einfach, wir werden da jetzt wahrscheinlich nicht viel machen jetzt am letzten Tag. Die Top-Transfers der Bundesliga, man sieht also, dass Dortmund nochmal ganz gut eingekauft hat, aber auch Bayern mit Patrick Schick, also so das, was man halt eigentlich denkt. Wir haben es mit Mendy auf Platz 10 wenigstens geschafft. Ja, tatsächlich haben wir aber am zweitmeisten Geld ausgegeben von der Bundesliga, sogar mehr als Bayern. Ganz vorne natürlich Dortmund mit 90 Millionen etwa. Wir hingegen haben 49 Millionen, gut, das ist aber auch so ziemlich alles gedeckt, mehr oder weniger von den Abgängen, die wir hatten. Also mehr oder weniger, jetzt vielleicht außer 20 Millionen oder irgendwie sowas. Ja, und dann Bayern auf der 3. Und man, wenn man das einfach mal anschaut, ne, wir haben hier 16 Millionen für den teuersten Spieler ausgegeben. Und die um uns herum, gerade die vor uns, das ist einfach das Doppelte bis, ja, unglaublich viel mehr. Und ja, wir haben 13 Spieler geholt. Und die zum Teil hier, das höchste waren 7 oben von Leicester. Wir haben hier ein Leihangebot wieder mal von Greuther Fürth für 2 Millionen für Romano Schmid. Ja, 80% des Gehalts würden die übernehmen. Mehr kriegen die wahrscheinlich nicht gestemmt. 2 Millionen bekommen wir, ist auch ganz gut. Und ja, eine Kaufoption von 18 Millionen kriegen die eh nicht bezahlt. Also von daher egal. Romano Schmid sitzt bei uns zu viel auf der Bank, beziehungsweise hat eigentlich keinen Platz im neuen System. Deswegen, ja, werden wir ihn ausleihen. Natürlich auch erst ab Winter. So lange steht er uns jetzt noch zur Verfügung. Das ist soweit auch ganz gut, bis Milambo sich jetzt wieder erholt hat. Dass wir halt weiterhin OMs haben, auf die wir bauen können. Wenn man mal hier bei den Reserve schaut, könnte jetzt zwar auch Vital übernehmen. Also wir werden das schon hinkriegen. Und Romano Schmid würde somit weitere 2 Millionen erstmal in die Kasse tun. Bleibt weiterhin natürlich in unserem Eigentum so gesehen. Und ja, wir sammeln einfach ein bisschen Geld für weitere Transfers zusammen. Dementsprechend finde ich das schon ja nicht schlecht, sage ich mal so. Wir gehen jetzt rein gegen Mainz mit der Mannschaft, die jetzt so größtenteils unverändert ist. Mainz aktuell auf der 17, also sollten wir auch eigentlich das Spiel gewinnen, oder? Wir simulieren mal weiter, 20 Minuten sind rum. Jetzt müssen wir natürlich auch langsam mal auf den Führungstreffer kommen. Genau, Tai Chong mit Vorlage Cambiar, so die rechte Seite hier, also zum 1:0. Dann nehmen wir Friedel runter mit einer 1,0 Note und zwar, weil er nur noch eine 77er Frische hat. Da können wir Lars Lukas Mai bringen, ohne großen Verlust. Und wir bringen Chalobah für
für wen war es? Für Mandy, weil der schon gelb gekriegt hatte. Somit ein bisschen offensiver, aber ich denke auch nicht allzu schlimm. Jetzt auf keinen Fall nachlassen. Wir führen 1-0. Hoffe ich mal, dass wir das jetzt so weiter ausbauen können. Oder im schlimmsten Fall halt wenigstens so durchkriegen. Elionussi mit der gelben Karte, 20 Minuten noch. Wir bringen Player jetzt einmal auf den linken Flügel. Und Niklas Füllkrug vorne für Keuter rein. Somit noch 20 Minuten, 1-0 die Führung. Wir stehen ja eigentlich immer defensiv ziemlich gut da. Und hier gegen Mainz gewinnen wir 1-0. Schaut euch einfach mal die zweite Mannschaft an. Die haben jetzt ein weiteres Spiel gewonnen. Einfach Chiarodia hier mit einer 68, der 18-Jährige in der Verteidigung. Dann haben wir Marvin Ducksch auf einer 74 und mehr kann er eigentlich gar nicht machen, um sich für die erste Mannschaft ja vorzuschlagen. Aber leider hat er einen blöden Manager und Trainer, der halt sagt, wir haben schon zu viele Stürmer. Und deswegen kann Ducksch so gut spielen, wie er möchte. Vorerst wird er auf jeden Fall nicht hochgezogen. Chalobah ist jetzt verletzt, der hat irgendwas mit der Wade, eine Wadenprellung. Und gleichzeitig ist Anthony Milambo angeschlagen, aber er wäre theoretisch zurück. Wir setzen ihn jetzt mal zumindest auf die Bank, dass er merkt, dass er direkt wieder da ist. Und vielleicht kriegt er ja ein paar Minuten für McAllister. Und somit geht es für uns nach Berlin zu der Hertha. 854 bringen wir mit ins Spiel. Die bringen eine 839. Somit sind wir ein bisschen stärker. Tai Chong werden wir etwa zur Halbzeit auswechseln. Der hat nämlich nicht mehr so viel Frische. Das wollte ich schon vorher sagen. Da werden wir Marius Wolf auf jeden Fall gut bringen können. Ja, und dann würde ich mal sagen, heute wird kein Zweikampf aus dem Weg gegangen. Holt euch mal den Sieg hier in Berlin. Das wäre natürlich eine sehr starke Ansage. Und wir gehen direkt mal in Führung mit unserem Verteidiger Chalobah. Sehr gut, 1-0 die Führung, auch zur Halbzeit. Ja, Tai Chong kann heute nicht so wirklich die Leistung abrufen, hat auch eine 4,0. Somit, wie schon angekündigt, Marius Wolf wird da jetzt für ihn raufkommen. Der hat wenigstens eine 74 vorne. Genau das, was ich auch gehofft hatte. Können wir sonst noch was machen? So wirklich ist das gerade eigentlich nicht notwendig. Deswegen belassen wir es auch größtenteils dabei. Die Verteidigung ist gut drin. Und dann gibt es für uns heute nur den Sieg, würde ich sagen. 1-0 die Führung. McAllister hat eine gelbe Karte, Plattenhardt hat sich ein bisschen verletzt. 72. Minute schon. Ging jetzt recht schnell. Wir bringen Player für Elionussi. Wobei, wir müssen eigentlich eher auf die Frische achten. Also Mai für Chalobah. Das ist aber auch okay. Und Mandy. Na gut, können wir Seguin für bringen. Einmal mit Gilavogie tauschen. So, und dann die letzten 20 Minuten. Das sollte ja wohl klar gehen. 1-0 die Führung. Nein, es geht nicht klar. Was ist das denn? Friedel mit der gelben und Sander Berge mit der 1-1 Ausgleich in der 89. Mann. Oh nee. Jetzt geht es in das Spiel gegen Borussia Mönchengladbach, unser Heimspiel wenigstens. Ja, Elionussi hat sich verletzt und da können wir einfach mal direkt Matheus Vital bringen. Der ist da jetzt wirklich wie geeignet für. Eine 75 bringt er mit. Und dann geht's rein in das wirklich schwierige Spiel hier gegen Gladbach. Wir sind ein bisschen schwächer, aber zumindest die Verteidigung ist top in Form. Also vielleicht können die ja was draus machen. Ich wäre mit einem Unentschieden schon froh, allerdings schwächelt Gladbach auch. Also geht mal raus, spielt ordentlichen Fußball und wer weiß, vielleicht ist dann ja wirklich was drin. 30 Minuten gleich etwa um. Wir bereiten mal den Wechsel vor, 0-0 zur Halbzeit. Gilavogie war überhaupt nicht drin, der hatte eine 5,0, somit bringen wir Seguin, müssen dadurch auch ein Stück offensiver gehen, damit er seine 75 voll ausschöpfen kann. Milambo halten wir bereit, ich denke mal auf ihn kann es später noch ankommen. Sowie auf Player und Füllkrug. Von der Frische ist es ja alles okay, also lasst uns so weitermachen. Und mindestens einen Punkt mitnehmen, das wäre schon ganz gut. 50. 60. Wir bereiten mal den nächsten Wechsel vor. Ich möchte jetzt Milambo auch noch nicht so früh bringen, weil der auch nicht wirklich gut in Form ist aktuell für McAllister. Das wäre dann auch ein enormes Risiko. Wir können eigentlich schon Füllkrug bringen für Keuter. Und dann halten wir uns Milambo bereit. Ja, Draxler jetzt zur Führung. Vital und nochmal Draxler. Was ist jetzt wieder los? Ey, wieder 3 Tore in 5 Minuten. Dann bringen wir Milambo jetzt trotzdem für McAllister. Und rein damit. Ja, verlieren das Ganze 1-2. Also wirklich wieder, ne? 69. Minute gleichen wir aus. Dann haben wir uns so sehr gefreut über den Ausgleich, dass wir gleich wieder den Gegentreffer kriegen. Wir rotieren mal ein bisschen durch. In der Verteidigung kommt Lars-Lukas May rein, einfach weil der so gute Form aktuell hat. Gilavogie haben wir kaum Ersatz für. Wir können halt wirklich Seguin bringen.
werden ihn dafür ins ZM stellen. Dann haben wir noch Mandy, der natürlich bleiben muss, weil er aktuell wirklich gut dabei ist. Vital soll einfach weiterhin spielen statt Elionussi. Die werden aber wahrscheinlich tauschen dann. Und vorne setze ich aktuell auf Keuter. Soweit also die Veränderungen. Und Milambo natürlich für McAllister. Wir sind jetzt zu Gast bei Union Berlin. Ein Unentschieden schaffen wir mindestens. Sie sind aktuell Tabellenletzter. Also hier muss wirklich ein Sieg her, Leute. Und Kovac erstmal zurück. Ach, komm ey. Doppelter Treffer von Kovac. Hey, Alter, was soll ich hier noch kommentieren, Mann? Ich komme gar nicht mehr hinterher jetzt. Ach, 3:2 Führung hier für Union Berlin. Ich verstehe es nicht, ne? Wie kann diese Abwehr bitte vom Tabellenletzten 3 Gegentore kriegen? Keine Ahnung. Überhaupt kein Plan. Wir bringen Chalobah jetzt einfach für Veljkovic, weil das nervt. Und dann kann der mit seiner 79 da auch meinetwegen jetzt reinkommen. Mandy bleibt trotz der gelben Karte, mir egal. Wir gewinnen das jetzt, ganz ehrlich. Ich sehe nicht ein, warum wir dieses Scheißspiel nicht gewinnen sollten. So. Die Situation ist keineswegs aussichtslos. Und wir legen los. Ja, die Stimmung ist so weit unten wie noch nie. 60. 70. durch. Da kommt überhaupt nichts. Elionussi für Vital. Vielleicht klappt das einfach nur nicht. Füllkrug halten wir uns nochmal bereit für Keuter. Ja, Mandy mit dem Ausgleich. Und jetzt die letzten Minuten Füllkrug und McAllister rein für Milambo. Vielleicht macht das nochmal gut Druck. Nein, am Ende also 3:3 beim Tabellenletzten. Das ist eigentlich schon gescheitert. Ja, das war es somit also mit der 22. Folge Fußballmanager 22. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen, auch wenn es heute natürlich ergebnistechnisch nicht so gut war. Und was macht eigentlich Schalke schon auf der 3? Also keine Ahnung, die Bundesliga-Saison startet ein bisschen komisch. Genauso wie Hoffenheim einfach auf dem letzten Platz. Kann mir jetzt auch keiner erklären, was da passiert ist. Ja, ein bisschen durchmixt das Ganze. Aber wir sind letzten Endes noch auf Platz 9. Und wenn wir jetzt auch mal in einen guten Rhythmus kommen, dann sehe ich uns auch recht schnell eigentlich in den europäischen Rängen. Also lasst uns darum mal kämpfen.